Hey Leute, wir schauen uns heute Jankbrain an. Das ist ein 2D-Plattformer, in dem man in die Rolle eines Außerirdischen geschlüpft, der einer Rasse angehört, die aus riesigen Gehirnen besteht, die zwei Beine haben und die mit Gehirnenergie um sich schießen. So viel dazu. Das Lustige noch vorab, oder das Interessante vielleicht noch kurz. Also zum einen, was jetzt, ja okay, ist auch interessant. Es kostet 3,99 € auf Steam. Mir wurde ein Key angeboten. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich dachte mir erst so, na, sieht ja nicht so toll aus. Generell mag ich diese Art von Grafik jetzt nicht so. Wie soll ich das nennen? Das ist alles sehr sauber, sehr glänzend und minimalistisch. Da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Aber ich habe jetzt schon mal ersten Level gespielt und ich muss wirklich sagen, die Steuerung geht so gut von der Hand. Das Spiel lässt sich so gut steuern. Das ist der Wahnsinn. Das macht richtig Laune. Und das ist auch im Prinzip ja das Wichtigste bei einem Plattformer. Wenn euch solche Spiele gefallen, ja solche Verrückten oder halt solche, die komplett unter dem Radar verschwinden, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und auch über eine Bewertung freuen. Wir schauen da jetzt einfach mal kurz eine Viertelstunde rein oder so und wie das Ganze funktioniert. Es gibt, glaube ich, irgendwie um die 60 Level. Man kann diese Goldbarren sammeln, wenn man Level schafft. Das ist, glaube ich, ein Level. Diese Silberbahn, keine Ahnung. Pillen kann man sammeln. Was der Rest ist, gut, man hat da noch die Zeit, wie das genau läuft. Wir starten jetzt einfach mal rein. Hat sogar ein Intro. Hochintelligente Aliens. Mit riesigen Gehirn. Ja, und die haben die ganze Zeit immer nur über Philosophie unterhalten. So, ein Alien hatte aber darauf keinen Bock. Das war Jankbrain. Der wollte lieber primitive Welten erobern. Und er hat einen Planeten gefunden, der heißt da Erde. Gut, dann können wir uns hier die Level auswählen. Das ist nicht... Ich sag schon mal, die meisten Spiele, die ich bei mir auch zeige, haben irgendwas mit Zufallsgenerierung am Hut. Das hier hat absolut keine Zufallsgenerierung. Ich finde das gut. Ich habe 1-1 gespielt, hatte ich schon. Den Spielstand habe ich wieder gelöscht. Aber man könnte ja eigentlich die anderen hier überspringen, oder? Gut, das hier sind Zusatzwelten, würde ich mal sagen. Oder Zusatzlevel. Wir starten mal in 1-1. Gucken mal rein und ich will mal kurz bei... Das hat auch kein Optionsmenü, sondern man hat hier nur kurz, kann sich die Controls anschauen. Gut, man kann Mind Bullets verschießen. Alles klar, ne? Wie im echten Leben. So, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ich mache mal die Musik lauter, weil die hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Ich fand die ziemlich nervig mit der Zeit und ich habe das gar nicht so lange gespielt. Auflösung kann man auf hoch oder niedrig stellen. Gut, wenn man es auf niedrig stellt, ist das alles unschärfer. Dann würde ich doch mal sagen, legen wir einfach mal los. Mit X kann man schießen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass wenn man springt und man springt irgendwo gegen und drückt dann nochmal springen, dann stößt er direkt sich so weit ab. Der springt mir immer zu weit. Gut, man hat 2 Lebenspunkte. 2 Herzen am Anfang. Man kann dann später auch noch so Items finden. Ich kann jetzt hier auch auf die Gegner so draufspringen und die so erledigen. Die Pille hätte ich gern auch noch. Danke. Dich machen wir mal platt. Du bleibst mal da oben. Wir können hier... Oh, da oben war eine Kiste. Ja, super, stimmt. Da war ja die Kiste. Okay, dann müssen wir... Dann laufe ich jetzt nochmal zurück. So, ja, das ist wieder die Sache, wenn man... ...das so macht. So, okay, die Kisten können wir alle kaputt machen. Was haben wir hier? Haben wir einen anderen... Bekommt man einen anderen Angriff? So, gut. Da oben haben wir einen Silberbarren. Ich weiß jetzt gar nicht... Wie kommt man denn da hoch?
Die Dinger kann man nicht kaputt machen. Gut, den lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wir gucken uns vielleicht gleich nochmal einen anderen Level an, wenn ich hier durch bin. Dann können wir mal schauen, wie sich das, was das optisch so für einen Eindruck macht. So, das hätten wir zerstört. Dann sammeln wir hier die Barren ein. Haben wir den Level geschafft. Gut, dann gibt es nochmal eine Endabrechnung nach dem Level. Und dann können wir direkt weiter. Ja, der sammelt das ganze Gold, um die Erde in die Knie zu zwingen, um es mal so zu formulieren. Ich hatte diese Zwischensequenz jetzt noch gar nicht gesehen, weil mir ist direkt nach dem ersten Level das Spiel abgestürzt. So, dann gehen wir mal nach 1-2. Das hier kenne ich jetzt schon nicht mehr. Kann ich dich kaputt machen? Man behält aber auch nicht diese Upgrades, sondern man muss dann wieder... Ja, das wollte ich gar nicht, da bin ich reingelaufen. Okay, das lag jetzt wirklich an mir. Ha, so geht's. Okay, dann haben wir wieder den Angriff. Das ist doch schon sehr viel einfacher dann. So, jetzt ein bisschen aufpassen. Das war knapp. Ah, und er hat noch geschossen, verdammt. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was es da mit diesen... bei dieser anderen... was es mit dieser anderen Restart-Option auf sich hat. Ich würde gerne... Dafür ist das natürlich super, so von Wand zu springen. Aber generell, ich hätte da lieber mehr Kontrolle drüber. Weil er springt dann gleich immer so weit. So, dich können wir auch mal erledigen. Wir müssen ja auch gar nicht auf ihn schießen, aber man kann ihn auch einfach auf den Kopf springen. So. Ja, jetzt fängt das hier wieder an. Ich würde gerne nur darauf, danke. So. Und natürlich, komm schon, so, das hätte ich auch noch gern. Alles klar, dann haben wir das auch eingesammelt. Einmal hier hoch. Und das ist alles vom Timing hier noch. Ja, genau, das ist wieder dieses, dann springt er direkt so weit von der Wand weg. Und auf einmal sitzt man oder steht man im Feuer. Oder springt ins Feuer. So, ich habe da noch ein Herz. So. Oh nein! Ihr wollt mich doch veräppeln. Ach, ich... Okay, gut. Ich kann also mit diesen Pillen mir ein Herz zusätzlich kaufen. Ich mache das jetzt auf die normale Art, wenn das jetzt nicht klappen sollte. Und es gibt halt keine Speicherpunkte oder so. Man muss dann immer wieder vom Level anfangen starten. Das sollte man sich halt schon sehr... Jetzt klappt das nicht. Warum klappt das nicht? So. Oder auch nicht. So, einmal probiere ich es jetzt noch. Komm schon. Ja, nee. Jetzt lasse ich es. Ist ja auch egal. Das dauert viel zu lange. Ach, so machen wir es dann. Gut. Den lasse ich da jetzt mal außen vor. Gut, bei die kann man nicht so direkt rüberspringen. Okay, ich nehme jetzt mal das. Gehirnvitamine. Genau, jetzt haben wir 3 Herzen. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee.
anstatt dass man dieses typische Mario-Konzept nimmt, dann, dass man Münzen sammelt und bekommt ein extra Leben. Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Egal. Egal. So. Komm schon. Das lasse ich jetzt einfach links liegen. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich springe schon wieder direkt so weit weg. Das ist halt echt schwierig zu kontrollieren, weil er dann halt so viel Schwung hat und direkt so weit von der Wand wegspringt. So, das lassen wir da. Ich habe jetzt hier eh nur noch ein Herz. Nein. Das ist... man muss dann wirklich stehen bleiben und dann... Hallo, ich... So viel zum Thema Supersteuerung. Ja, mal abgesehen davon ist die Steuerung super, geht die super gut von der Hand. Aber das ist halt echt so ein bisschen... Weiß ich nicht, warum sie das so gemacht haben. Also ich war... Der kann da rüberlaufen. Warum kann der da rüberlaufen? Das wusste ich ja gar nicht. Okay, dafür, ich habe jetzt nicht genug Pillen. Na gut, dann machen wir noch mal ein bisschen so weiter. Was soll's. Und ich versuche das jetzt hier ganz mal ein bisschen zu beschleunigen und ins Feuer zu springen. Nein, nein. Ja, okay. Vielleicht nicht ganz so schnell. Wäre das vielleicht mal eine Option? Gut, die Kiste lasse ich aber, wie gesagt, da erstmal links liegen. Das ist ein bisschen, da muss man halt gucken, wie man das richtig timet. Die Sprünge. Ich glaube, so was Speedrun angeht, ist hier auch eine Menge machbar, aber man muss halt diese Timings raus haben, wie das genau alles funktioniert und geht und überhaupt. So. Das war schon wieder fast zu weit. So, ich habe mal wieder nur ein. Der springt. Warum springt er beim ersten Mal hoch und beim zweiten Mal springt er dann von der Wand ab? Gut, das machen wir jetzt so. Das könnte jetzt ein bisschen. Timing. Timing! Ja. Ich sollte an dem Punkt dann vielleicht doch schon mal so. Na gut, die Dinger behalte ich halt nur, wenn ich ein Level schaffe. Das ist. Sind mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Sind mir jetzt besser gesagt egal. So, jetzt haben wir wieder das Problem mit der Wand da gehabt. Oh nö. So, komm schon. Was ist denn das? Das ist. Das ist halt wirklich. Da muss man ganz anders vorgehen, was diese Wandsprünge angeht. Ich würde jetzt gern eigentlich noch mal ein Stück weiterkommen. Wäre das möglich? So, dich schalten wir so aus. Du läufst da oben lang. Alles klar, jetzt habe ich wieder ein Herz und... Jetzt bin ich natürlich genau reingesprungen. Natürlich. Ja, ich brauche wirklich an der Stelle zwei Herzen. Ein Doppelherz brauche ich. Ein Doppelhirnherz. Ja, gut. Das war dann schon wieder zu schnell. Aber ich glaube, das hier ist dann auch erstmal der letzte Versuch. Weil sonst wird das auch bisschen langweilig für euch. Ja, das kriege ich mit dem Timing da nicht hin. Ich brauche da echt zwei Herzen, sonst... Das kann ich echt nicht abschätzen. Diese Sache mit den Sprungen... Mit dem Springen. Vielleicht hätte ich hoch an die Wand und dann darüber. Das wäre natürlich auch noch eine Option gewesen. Na gut, einmal probiere ich es jetzt noch.
Mal gucken, wie flüssig das denn von der Hand geht. Gut, du standest da gerade ein bisschen blöd. Die Gegner lasse ich jetzt auch einfach mal so weit links liegen. Ja, da hatten wir wieder das Problem. Gut, nehmen wir die Pillen noch mit, was soll's. Da warten wir eben noch mal. Gut, dann passt das schon mal. So, jetzt habe ich hier endlich mal... Da haben wir ein Silberding wieder. Hätten wir wieder ein Silberding gehabt. Okay, Level geschafft. Das ist, wie gesagt, die Steuerung ist super. Also die Steuerung ist wirklich super. Ist richtig direkte Steuerung. Nur das Problem ist dieser Wandsprung. Weil der springt so weit weg und man kann das auch nicht steuern. Ich bin das eher so gewohnt, dass man Spiele hat, wo man dann ein bisschen ja, die Intensität steuern kann. Wie weit er denn von der Wand wegspringt, aber spielt keine Rolle. Er macht hier voll den Wandsprung. Na gut. Das sollte mal ein ganz kurzer Ersteindruck sein vom Spiel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und... Bis bald!